Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. TH0, festsitzender Aufzug. Mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte und wir haben direkt wieder einen Einsatz reinbekommen. Ja, so schnell geht's manchmal. Okay, wir haben einen festsitzenden Aufzug reinbekommen. Übrigens spielen wir wieder auf der Brandausbreitungsstufe Schlimm 7. Und ja, wir gucken mal. Festsitzender Aufzug. Was schicken wir denn da hin? Festsitzender Aufzug. Wollen wir das GW-Tech hinschicken oder nicht? Oder ja, nein, vielleicht? Manchmal wäre hier so eine Suchfunktion ganz cool. Ich suche nämlich jedes Mal die Fahrzeuge, die ich selten irgendwie einsetze. Da haben wir es doch. Wenn man hier so eine Suche hätte und da einfach GW-Tech eintippen könnte, wäre eine coole Sache, würde ich auf jeden Fall feiern. Genau, so. Löschgruppe Friedens rückt aus. Beziehungsweise GW-Tech halt. Und haben wir halt selten im Einsatz. Theoretisch könnte man auch einfach ein HLF hinschicken oder irgendwas mit Manpower dabei. Aber, ja, ein bisschen Abwechslung bei den Fahrzeugen ist doch gar nicht schlecht. So, ja, wir haben wieder die Anzahl der Side-Events auf Stufe 1. Einsatzstufe lassen wir gerade auf 1 oder beziehungsweise es ist nur ein festsitzender Aufzug, da gibt es nicht viel zu gucken. Würde ich sagen, wir gehen mal auf die Einsatzstufe 2 hoch, damit wir wenigstens ein bisschen was zu tun haben, sonst ist es doch auch zu langweilig. Ich versuche ja so einen kleinen Mittelweg zu finden zwischen Zuschauen bei Einsätzen und nicht ganz so langweilig. Es ist schwer, so einen Mittelweg zu finden, weil man nie weiß, was kommt, aber... Ja, da haben wir doch schon mal jetzt was Feines reinbekommen. Also da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Okay, wo wird er langrennen? Das ist gerade die Frage. Die Vergiftung Überdosis. Ich weiß, ich kann es gerade schlecht einschätzen, wo er langrennt. Ich denke mal, dass er vielleicht hier irgendwo sich durch den Berg durchbackt oder hier runterläuft. Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich... Was geht hier ab? Ja, wenn du doch so einen Moonwalk hier durch die Gegend machst, dann teleportiere ich doch in die andere Richtung. Ach, das... Och nö. Och nö. Okay. Wir schicken 2 Rettungswagen plus 2x NEF raus. Hab halt ein bisschen Angst, wenn die vor der Polizei da sind, dass die Probleme kriegen. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Es kann auch sein, dass er sich hier irgendwo runterportet. Okay, ich schicke auch nochmal hier einen Streifenwagen hin. Wobei, hier theoretisch könnte man da nicht durch. Da müssten wir hier auf der Treppe rumlaufen. Aber das interessiert ja die Emergency-Wegfindung recht wenig. Ach komm, hör doch auf, die Autos anzuzünden. Hör doch auf, die Autos anzuzünden. Ich muss doch mit der Feuerwehr da irgendwie hinterkommen. Ach Junge. Komm, hör auf damit. Ja, Polizei ist noch auf Anfahrt. Ist aber auch gleich da, so wie es aussieht. Hat er die nächste... Ja, komm doch aus dem Gebäude raus, während draußen einer schießt. Ja, komm. Läuft bei dir. Ich fahre nicht hinter, ich glaube, ich renne hinter. Weil hier brennt es ja auch ganz gut. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, der will die nächste Person abknallen. Ich fasse es nicht. Ich habe zwar ein bisschen Angst gerade um meine Polizisten. Alter Falter, was geht hier ab? Normalerweise wäre das schon wieder ein Einsatz, Manf-Einsatz. Aber da ich jetzt eh schon einen Rettungswagen und so weiter auf dem Weg habe, werde ich so abarbeiten. Hat er die nächste Person umgepustet? Wo sind denn meine Polizisten hin? Jetzt mal ernsthaft, wo sind meine Polizisten hin? Hat jemand meine Polizisten gesehen? Den einen habe ich gefunden. Ich weiß aber nicht, wo der andere hin ist. Der eine war doch mit Pfefferspray quasi draufgeschickt und der andere sollte festnehmen. Ich habe keine Ahnung. So, ich mache mal Platz hier. Mit dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, wo der andere Polizist hingerannt ist. Keine Ahnung, er hat es aber geschafft. Er wurde zwar angeschossen, hat noch 21% Leben hier und oh Gott, das war knapp. Das war knapp. So, wir werden direkt hier mal einen Verteiler aufstellen. Ups, das war nicht geplant. Leider den Baum erwischt. Ja gut, wir bringen den gerade... Ich weiß echt nicht, wo der andere Polizistin ist. Keine Ahnung. Das ist natürlich nicht gerade förderlich, wenn ich meine Polizisten nicht finde. So, Notarzt. Fang mal an. Fang mal an. Okay, wir haben da noch eine Person, wir haben da noch eine Person. Ich schicke nochmal weitere Einsatzkräfte raus. Okay, wir haben eine Vergiftung auch noch reinbekommen. Alles klar. Schicken wir gerade nochmal einen Rettungswagen raus.
Ich würde sagen, ich gehe mit der Einsatzstufe gerade mal. Ups, nicht auf die 3, auf die 1. So, dann haben wir das. Festsitzender Aufzug. Ja, eigentlich lange genug jetzt auch drinnen gewartet. Aber sorry, ich hatte was Dringenderes, Gefährlicheres zu tun. Vielleicht taucht mein anderer Polizist ja irgendwann wieder auf. Das ist jetzt der von dem Wagen. Also das ist nicht der von dem anderen Streifenwagen. Angeschossen wurde er, glaube ich, aber auch nicht, oder? Doch, er liegt im Gebäude drin. Er liegt im Gebäude drin, wahrscheinlich, weil er einfach da reingelaufen ist, hängen geblieben ist und der Amokläufer dann drauf umgeballert hat. Das ist natürlich echt doof gelaufen. Das ist natürlich echt doof gelaufen. So, ich würde gerne mal... Okay, er hat gerade einen Schlauch in der Hand. Ich wollte eigentlich ihn auswählen. Ich hoffe, ich komme dran bei ihm. Da hat es meinen einen Polizisten erwischt. Ja, es war halt doof. Ich habe den nicht mehr gefunden. Das war richtig, richtig, richtig doof. So, wir sind auf jeden Fall dran bei den ersten verletzten Personen. Ich schicke hier gerade auch mal die Rettungswagenbesatzung hinter. Okay. Kommt mein Feuerwehrmann da dran? Anscheinend nicht. Ja, normalerweise, der Polizist sollte auch nicht dort sein, wo er ist. Na, jetzt kommt er doch dran. Alles klar. Das ist wirklich ein doof gelaufener Einsatz, aber gut. Was will man machen? Es kann ja nicht immer alles klappen. Es kann ja nicht immer alles klappen. So, kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz pausieren, geht gleich wieder weiter. So, da bin ich wieder zurück. Muss ich mal ganz kurz wieder mal ans Handy gehen, wie meistens. Es tut mir wirklich leid, aber es sind halt auch meistens irgendwie dringende Anrufe oder so, wo ich dran gehen muss. Ich habe keine andere Wahl. Ja, weil meine kleine Schwester ist aktuell gerade in Berlin, Abschlussfahrt mit ihrer Schulklasse und ich muss heute Nachmittag dann beim Bahnhof abholen und die fahren jetzt los und wollte nur sagen, dass der Zug bis jetzt pünktlich abfährt, damit ich dann auch zur richtigen Zeit dort bin und ja. Ich meine, da kann sich während der Fahrt noch sehr viel ändern, aber sie wollte einfach mal einen kleinen Zwischenstand quasi geben, wie es aktuell ausschaut. Ja, wir haben kurz telefoniert und dann kam eben gerade die Ansage am Bahnhof, dass der Zug an einem anderen Gleis anfährt. Das heißt, sie hat jetzt schnell aufgelegt. Jetzt rennt sie mit ihrer Klasse zum anderen Gleis. Man kennt es ja mit der Deutschen Bahn. Man muss immer so ein bisschen spontan sein, sagen wir es mal so. Da läuft ja sehr vieles immer nicht ganz so, wie es eigentlich laufen sollte. Ich hatte auch mal die Situation gehabt, da war ich auch in Hamburg und da war irgendwie ein Fußballspiel und da waren ganz viele fußballverrückte Leute im Zug unterwegs und dieser Zug sollte auch nach Hamburg halt reinfahren und dadurch, dass es dann Randalen im Zug gab, ja, wurde der Zug ständig von einem Gleis zum anderen geleitet. Es standen ganz viele Polizisten am Gleis rum, die ständig auch nur hin und her gerannt sind vom einen Gleis zum anderen. Am Ende wurde mein Zug dann auch noch auf ein anderes Gleis geleitet, dann doch wieder nicht, dann doch wieder. Dann kam irgendwann der Fußballzug an, da ist dann die Polizei reingestürmt. Dann wurde mein Zug trotzdem noch von einem Gleis zum anderen geschickt. Ich bin ständig nur von Bahnsteig zu Bahnsteig gerannt, bis ich die ganze Situation irgendwann mal geklärt hatte und ich wusste, wo ich genau hin muss, beziehungsweise die Bahn wusste, wo jetzt der Zug letztendlich reingefahren kommt. Ist schon manchmal interessant. So, ich gehe auch mal davon aus, dass wir hier Hubschrauber brauchen werden. Ehrlich gesagt. Ist so meine Vermutung. Da rennt gerade jetzt jemand hin, alles klar. Ich glaube, ihr wart das Team und ihr wart das Team. Gut, dann haben wir das. Da brauchen wir noch einen Notarzt. Der Notarzt hat gerade Zeit, so wie es aussieht. Dann kann er ja gerade mal hier hinrennen. Ich gehe mal davon aus, dass alle Personen überleben werden. Ja, ich hoffe doch sehr. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen jetzt. So wie meinen Polizisten, der im Gebäude hier drin stand. Das ist so typisch Emergency. Das hat auch nichts mit der Modifikation zu tun. Das ist Emergency-Wegfindung. Ja, die können durch Berge laufen, die können durch Gebäude durchlaufen, durch Mauern. Die können auch da durchfahren, wenn es sein muss. Man muss mit allem rechnen. Das ist halt so ein bisschen das Blöde. Ich habe halt nicht mit gerechnet, dass mein Polizist da im Gebäude drin steht. Und dann sucht man und sucht man, sucht man, findet nicht. Und ja, dann geht's nach hinten los. Na gut. So, da hätten wir auch noch einen Notarzt. Der kann ja gerade schon mal eigentlich begleiten, damit ich dann gleich für die anderen Begleitfahrten noch weitere Notärzte zur Verfügung habe. Ich könnte auch wieder den leitenden Notarzt rufen und so weiter. Normalerweise wäre es ja eh ein Manf gewesen, aber ich arbeite es jetzt einfach so ab. Haben wir ein bisschen was zu tun wenigstens. So, da sind wir auch schon mit durch. Das heißt, der Rettungswagen ist gleich frei. Ich muss gerade mal gucken. Der Rettungswagen könnte eigentlich die Person mal aufnehmen. Der Rettungswagen... könnte sich mal um die eine Person hier hinten kümmern, beziehungsweise ich glaube, da ist schon jemand auf dem Weg, oder? Wenn ich es nicht auswählen kann. Keine Ahnung. Egal, wir fangen auf jeden Fall jetzt an, hier die Personen wegzuschaffen.
Der Notarzt hat auch die Patientin versorgt. Das heißt, ich kann ihn eigentlich irgendwo einsteigen lassen. Dann brauchen wir hier noch einen Notarzt. Wir haben hier aber auch noch einen rumstehen. So, dann fährt der erste Notarzt wieder weg. Dann kann ich hier gleich noch einen heralarmieren, weil ich glaube, ich brauche noch welche. Ich glaube, das reicht nicht. Aber momentan, glaube ich, haben wir fast alle unterwegs. Genau, sieht so aus. Sieht so aus. Ich schicke trotzdem jetzt nochmal hier einen los. Von der Rettungswache 4, den haben wir tatsächlich noch übrig. Wie viele Notärzte haben wir denn noch zur Verfügung? Die sind alle unterwegs. Der ist einsatzgebunden, einsatzgebunden. Auch einsatzgebunden. Der ist unterwegs. Wir hätten noch für den Notfall das NRW übrig. Da ist ja auch ein Notarzt mit dabei, ist ein Rettungswagen mit Notarzt mit am Start. Wir hätten notfalls noch den leitenden Notarzt, der kann auch behandeln. Somit, falls noch ein anderer Einsatz reinkommen sollte, sind wir da, glaube ich, noch recht gut unterwegs, sagen wir es mal so. Genau. Nur ich will halt nicht alle losschicken. Alle komplett losschicken, keinen einzigen Notarzt mehr zur Verfügung haben. Ich meine, wir haben auch für den Notfall noch den Rettungshubschrauber, so ist es nicht. Aber jetzt ist gerade schlechtes Wetter, ich weiß nicht, ob die momentan abrufbereit wären. Ich denke auch mal, dass wir hier noch den einen oder anderen Hubschrauber brauchen. Aber die sind alle gerade nicht einsatzbereit. Die Hubschrauber, wegen Wetter. Ganz verständlich. Okay, ansonsten, wir haben alle verarztet, alle versorgt. Der Rettungswagen kann auch losfahren. Die nehmen jetzt gerade auch eine Person auf. Wir können hier mal gucken, ob wir... Ich kann die eine Person nicht aufnehmen. Oh nee, wir haben schon wieder den Grafikbug. Wir haben schon wieder den Grafikbug. Ja, in letzter Zeit, ich weiß nicht, woran es liegt, habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt gehabt. Wir haben die ganze Zeit auf höchsten Einstellungen mit maximaler Bevölkerung die ganzen letzten Folgen eigentlich immer spielen können. Aber jetzt seit 3-4 Folgen tritt einfach so häufig der Grafikbug auf. Es wird nicht nur an Emergency liegen, wahrscheinlich irgendein Windows-Update wieder oder was weiß ich, was hier, ja, die ganze Sache ein bisschen schwieriger gestaltet. Keine Ahnung, aber zum Glück ging es gerade nachladen. Ich weiß nicht, warum ich die eine Frau nicht aufnehmen kann, ich habe keine Ahnung. Sie ist verarztet, sie ist versorgt, aber irgendwie klappt nicht so ganz. So, weiterer Notarzt wäre vor Ort. Ich würde gerade mal gucken, dass ich mit dem Rettungswagen hier hintergefahren komme. Und dann kann ich da mal ein bisschen rumprobieren, ob ich die Person aufnehmen kann. Wenn nicht, nehmen wir erstmal die andere Person mit. Ich gar kein Problem mit. Ich habe hier noch einen Streifenwagen stehen, den brauche ich auch noch, weil ich ja noch die Fahrzeuge abschleppen lassen muss. Aber ich wollte mich jetzt erstmal um die verletzten Personen kümmern. Hat ein bisschen Vorrang aktuell. Na, er findet aber einen Weg da hinten hin, das ist schon mal perfekt. Ich würde jetzt einfach mal händig hier eine Trage ausrüsten lassen. Wobei, jetzt wird es angezeigt, dass wir die Person aufnehmen können. Das ist doch schon mal gut. Alles klar. Da ist auch ein Notarzt drin, dann können die auch schon mal losfahren. Der und der fährt jetzt weg. Der Rettungswagen ist auf dem Weg ins Krankenhaus, können wir also abhaken. Gut. Ich würde hier gerade mal versuchen, ein Foto zu machen, wie der Rettungswagen hier in der engen Gasse drin steht. Finde ich nämlich eigentlich, sieht ganz cool aus. So, haben wir genug Bilder? Dann gucken wir mal. Wir haben hier die Trage ausgerüstet. Wir können jetzt hier die Frau aufnehmen. Alles klar. Gut. Da haben wir auch noch eine Person aufgenommen. Müsste hier der Rettungswagen sein. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt genug Rettungswagen? Der nimmt die Person auf. Einen brauchen wir noch. Wir haben zwei Stück sogar noch vor Ort. Ach, da liegt auch noch eine Person. Die müssen wir auch noch aufnehmen. Ja, dann müsste es eigentlich passen. Eigentlich müsste es passen. So. Patient aufgenommen. Notarzt, sag ich mal, der soll einsteigen, weil wir müssen hier eh jeder Patient muss von einem Notarzt begleitet werden. Irgendwie, die Person da drinnen will nicht aussteigen und nicht die Trage nehmen und ansonsten rennt hier auch keiner los, oder? Doch, er könnte sein, dass er losrennt. Ja, wenn der Rettungswagen weg ist, schicke ich den anderen hier runter und dann kann es losgehen. So, den Notarzt können wir gerade mal da einsteigen lassen. Ich denke jetzt auch mittlerweile, dass der ein oder andere Notarzt auch schon wieder frei ist, weil die kommen ja recht zügig eigentlich, wenn sie mit Blaulicht zurückfahren, beim Krankenhaus an. Können ja gerade mal hier reinschauen. So, ja, Notarzt, da steht einer schon wieder rum. Rettungswagen.
Da kommt der nächste Notarzt. Also, es läuft. Passt. Passt. Kein Problem. So, die warten noch, dass der Notarzt wieder zusteigt. Der rennt hier gerade durch die Gegend. Da ist auch schon Notarzt drinne, Patient ist drinne, Sunny ist drinne. Ah, die braunen Rettungshubschrauber. Okay. Ist nicht wild, weil das Wetter hat sich mittlerweile gebessert. Wir haben zwei Hubschrauber zur Verfügung. Polizei ist ja auch noch da. Wir können also auch einen Landeplatz markieren irgendwo. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ja, es ist natürlich wieder eine ungünstige Stelle. Wobei hier so würde es theoretisch gehen. Dann machen wir es so. Machen wir es so. Da wurde auch Patient aufgenommen. Notfallsanitäter, ich bräuchte vielleicht noch einen Notarzt. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Sehen wir gleich. Wir haben jetzt wieder einen Notarzt hier freigekriegt, weil da brauchen wir einen Rettungshubschrauber. Also eigentlich sollte es reichen. So, die können losfahren. Dann kann ich den anderen Rettungswagen mal nach hinten schicken. So, der Notarzt fährt auch wieder weg. Alles klar. B0 Buschbaumbrand auf der Autobahn. Was machen wir denn da? TLF, LF. Ich bin überlegen, es ist eigentlich sicherer, wenn wir hier lieber die Auffahrt kurz sperren und von da, dort versuchen zu löschen, als anders. Als auf der Autobahn mich zu platzieren. So, Autobahnpolizei, wir schicken mal ein MTW hin, wir machen einfach mal kurz hier eine Vollsperrung. Ganz kurz. Ist sicherer, als wenn wir uns hier draufstellen. Machen wir lieber hier kurz die Auffahrt dicht, sollen die Fahrzeuge kurz warten dahinter und gut ist. Genau, so. Dann nimmt den Patienten mal auf. Hubschrauber ist auch schon da. Sehr coole Sache. Landeplatz ist auch schon markiert. Hier brauchen wir noch einen Hubschrauber. Alles klar, wir haben noch einen weiteren zur Verfügung. Das Wetter ist ja mittlerweile besser. So, dann können wir auch theoretisch erstmal ihn losschicken. Beziehungsweise hier den Heli dran lassen. Okay, da wird also abgearbeitet. Sehr schön. Hier wird jetzt die Trage genommen. Dann brauche ich, wie gesagt, noch einen Notarzt. Der könnte theoretisch gerade schon mal hier einsteigen, werden wir sehr wahrscheinlich brauchen. Oder wir brauchen vielleicht noch einen Hubschrauber. Das kann natürlich auch sein. Wir haben aber aktuell nur die zwei zur Verfügung. Ich rufe ja aber mittlerweile auch schon mal die Abschlepper. Die brauchen ja auch noch ein bisschen, bis sie da sind. So, ihr könnt schon wieder abheben. Die können schon wieder abheben. Tschüss. Dann ist der Rettungswagen frei. Da wäre auch noch ein Notarzt frei. Den können wir gerade mal aussteigen lassen. Aber eigentlich brauchen wir gar keinen mehr, sehe ich gerade. Da ist auch schon der Notarzt drin. Die Polizei ist gerade hier hintergelaufen. Die schicke ich wieder mal vor. Denke mal, der andere Hubschrauber wird auch demnächst ankommen. Sieht so aus. Genau, da kommt er. Gut, gut, gut. Ja, war eine blutige Angelegenheit, aber es hat jeder überlebt, so wie es aussieht. Ja, die Brände hatten wir auch schnell im Griff. Bisschen chaotisch gewesen, dadurch, dass ich meine Polizisten halt gesucht habe. Ich habe nicht gesehen, dass der hier reingelaufen ist. Das war halt wirklich ein Problemchen. Da hätten wir auch noch einen Notarzt zur Verfügung. Die wollen auch einen Hubschrauber haben. Okay, ist momentan ein bisschen schwierig. Der Notarzt ist auch ausgestiegen. Dann schicken wir den Rettungswagen auch mal hier vorne hin. Hubschrauber ist da. Wir werden jetzt so einen Pendelbetrieb aufbauen mit den Hubschraubern. Ich weiß, leitender Notarzt könnte man theoretisch machen, aber es ist halt... Ich persönlich finde es halt langweilig mit dem leitenden Notarzt, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich den jetzt hier hinschicke und tue einfach die Begleitung aufheben, dann habe ich nichts mehr hier zu tun. So, habe ich wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Ich sehe es eigentlich gerne, wenn ich viel für den Rettungsdienst zu tun habe. So. Oh, heilige Scheiße. Normal B0 Buschbaumbrand breitet sich doch gar nicht so schnell aus. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, kacke. Bisschen falsch eingeschätzt, weil normalerweise auch auf Schlimm 7 ist so ein Buschbaumbrand immer recht gechillt. Wenn es B0 ist. Ja gut, wir machen hier die Ausfahrt mal dicht. Und theoretisch, ich muss auch die Polizei nochmal hier hinschicken. Ja, dass wir hier sicherheitshalber ein bisschen dicht machen.
Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Brennt hier wirklich? Nee, das ist ein Anzeigefehler. Ich wollte schon sagen, ob das hier drüben schon brennt. Nee. So, wir können hier an einen Hydranten dran. Dann kann das TLF hier an das Fahrzeug dran. Weil sonst ist mir das gleich wieder leer gelaufen. Das muss ja nicht sein. Die Fahrzeuge können vielleicht hier an den Hydranten. So, da warten wir gerade noch auf die Abschlepper. Der Notarzt steht immer noch hier rum. Der kann schon wieder abheben. Ich guck mal, ob der andere Rettungshubschrauber schon wieder frei ist. Ja, einsatzbereit über Funk. Christoph 3 schicken wir direkt wieder her. Dann kann der Rettungswagen wegfahren. Der kann weg. Der kann auch schon mal weg. Genau. Der kann auch weg. Wir brauchen keine Notärzte mehr. Wir haben nur noch die Rettungswagen hier, die auf Hubschrauber warten. Polizei lasse ich noch da wegen dem Landeplatz. Ist der schon wieder da? Nee, wollte schon sagen. Wäre jetzt ein bisschen schnell gewesen. So, weiteres Feuerfahrzeug ist da. Kommt das andere Fahrzeug auch über die Autobahn? Nee, es kommt von da, okay. Ja, das hat mich jetzt wirklich so ein bisschen überrascht hier, dass sich das so ausgebreitet hat. Normalerweise, wie gesagt, passiert es recht selten, dass sich ein B0 Buschbaumbrand ausbreitet. Ups, ich wollte eigentlich das X machen. Kurz hier eine Vollsperrung, ganz kurz. Wir sind ja gleich hier wieder durch mit. Hoffentlich, ich hoffe nicht, dass sich das ausbreitet da drüben auf das andere kleine Wäldchen. Das wäre dramatisch. So, dann steigt mal aus. Ihr baut mal hier eine Wasserversorgung auf und ihr nehmt euch Wasser von dem Fahrzeug. Gleichzeitig könnt ihr hier noch einen kleinen Verteiler hinsetzen. Und die Polizei ist, glaube ich, auch auf dem Weg. Bitte nicht abfahren. Er fährt ab. Jawohl. Ach ja, war die Polizei zu langsam. So, ich habe ja die Pfeile nach links mal an, dass die Autos hier ein bisschen rüberfahren sollen quasi. Jo, es sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, das haben wir auch im Griff. Abschlepper war mittlerweile da. Hubschrauber ist auch schon wieder da. Der kann direkt mal landen. Dann können die hier direkt mal umladen. Ich parke den gerade mal um, dass wir direkt mit der Hecktür hier am Hubschrauber dran stehen. Dann geht es ein bisschen schneller, müssen sie weniger rumlaufen. Gut. Dann hätten wir aber alle weg. Er dreht sich gerade, damit er perfekt ausgerichtet ist. Und dann ist gut. Jawohl. War ein heftiger Amoklauf. Sehr, sehr viele verletzte Personen. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt. Zwei brennende Fahrzeuge, ein verletzter Polizist sogar im Gebäude, wohlgemerkt. Krass. Krass, krass, krass. Aber trotz Schussverletzungen keine einzige Person gestorben. Also somit alles in Ordnung. Schussverletzung, Bauch, starke Blutung steht da. Eieieiei, da aber wirklich schnell ins Krankenhaus. Jetzt hat lange genug gedauert. Der Rettungswagen kann wegfahren. Brauchen wir nicht mehr. Polizei schicken wir auch gleich weg. Ja, seid doch noch aufdringlicher zum Hubschrauber. Eieieiei. Gut. Brandautobahn ist gelöscht. Somit packt mal schnell wieder zusammen, dass wir alles wieder freigeben können. Ja, hier konnte sich die Polizei nicht mehr auf die Abfahrspur stellen, weil... Ja, waren schon zu viele andere Autos da. So, hier warten wir gerade mal, bis das TLF noch voll ist. Ein Diebstahl. Polizei rollt. Wo sind wir denn da? Ja, natürlich jetzt direkt bei der Autobahnpolizeistation, aber ich habe alle Fahrzeuge unterwegs gerade. Am anderen Ende der Map. Weil die gerade hier am anderen Abschnitt der Autobahn sind. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da haben wir jetzt einen recht weiten Anfahrtsweg. So, ich schicke gerade mal das Fahrzeug direkt auf die Person. So, wie sieht's aus, liebe Feuerwehr? Das Fahrzeug ist gleich voll. Die fahren jetzt weg, das heißt, die Abfahrt ist wenigstens wieder frei. Genau. Perfekt. Jo, hier wollte sowieso gerade die ganze Zeit keiner auffahren, also alles gut. Da haben wir keinen Stress.
So, ich würde sagen, in 2 Sekunden können wir. Genau. Die packen jetzt weg. Jetzt sollte sich der Tank hier schneller füllen. Genau, und dann, ja, haben wir das auch geschafft. Da kommen sie doch angefahren. Ich finde es immer geil, wie die anderen Leute immer so in Panik verfallen, wenn... Hoppeldi-hoppeldi-hopp machen die da hinten. Wenn die so in Panik verfallen, wenn irgendein... ein Dieb da durch die Gegend rennt. Direkt Zeit für Panik. Okay, Tank ist voll. Pack zusammen, ab nach Hause. Haben sie gut gemacht. Ich habe zwar wirklich nicht mit gerechnet, dass sich das so schlimm ausbreitet, aber hat noch geklappt alles. Ist noch alles gut gegangen, sagen wir es so. So, das sind die ganzen Abschlepper auf dem Weg zurück. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die Einsatzstufe 2, dass nochmal was reinkommt. Sonst haben wir jetzt die ganze Folge fast nur mit dem Amoklauf verbracht. Oder auch Stufe 3. Hallo? B2, Gebäudebrand. B2, Gebäudebrand, da haben wir doch nochmal was ganz Schönes zum Abschluss der Folge. B2. So, ELW darf mal dort parken. Es müsste sich hier um dieses Gebäude handeln. Ich schicke mal ein Fahrzeug hier drauf, ein anderes Fahrzeug vielleicht hier vorne hin. DLK würde ich hier, Kurve ist eigentlich schlecht wegen dem Lichtmast. HLF von mir aus auch nochmal hier. Ein weiteres LF könnte man hier unten sicherheitshalber hinschicken, falls sich das Feuer auf die Bäume ausbreitet. Und eine weitere DLK vielleicht noch. Ja, wir könnten es auch theoretisch hier hinstellen. Ja, kann man machen. Gerätewagen-Atemschutz habe ich mich immer noch nicht mit beschäftigt. Kommt aber, wie gesagt, dann irgendwann. Rettungswagen kann sich auch mal hier hinstellen. MTW von der Polizei kann eigentlich hier gerade mal dicht machen. Und ein weiterer kann sich mal hier hinstellen. So, okay. Da sind wir an der Polizeiwache angekommen mit dem Dieb. Heißt, der Einsatz ist auch abgeschlossen. TH0, VU-Sachschaden. VU-Sachschaden. Mir fällt gerade ein, wir hatten doch irgendwo den festsitzenden Aufzug, oder? Genau, da steht nämlich auch noch das Feuerwehrfahrzeug rum. Schicken wir jetzt auch mal zurück. Komplett verdrängt. So, VU-Sachschaden heißt Einsatz für die Polizei. Mehr haben wir hier nicht. RD. Gebrochener Arm. Gebrochener Arm. Ich mache da mal den Einsatzstopp rein. Wir haben, glaube ich, jetzt genug zu tun. Hier wird fleißig per Sirene alarmiert gerade. Oh. Lauft so schnell wie möglich weg. Die sind doch jetzt nicht beide umgekippt, oder? Die sind beide umgekippt. Die sind beide umgekippt. Na gut. Die wollen halt nicht, dass mir langweilig wird. Deswegen machen die sowas. Okay. Dann gehen wir gerade mal zum Hydranten. Sehr cool. Meine kleine Schwester hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Hab ihr erzählt, dass sie in Berlin sind und jetzt endlich im Zug sind und haben direkt zu Beginn jetzt doch 6 Minuten Verspätung anscheinend. Typisch Bahn. Ja, ich meine, aber 6 Minuten ist eigentlich bei der Bahn gar nichts, muss man sagen. Aber sie hat gerade geschrieben, ja, die mobilen Daten vom Handy funktionieren besser wieder als das Zug-WLAN. Das ist auch so typisch, das war schon vor 10 Jahren irgendwie so. Als ich mit der Bahn nach Hamburg gefahren bin, öfters mal. Da hatte ich mir dann auch extra so ein Datenpaket gebucht, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht, sobald man das abgeschlossen hat, vielleicht wird man dann priorisiert und die Verbindung ist besser, aber Pustekuchen, die war einfach genauso grottig, wie als wenn man das einfach kostenlos genutzt hatte. Filme gucken konnte man vergessen oder so. Richtig, richtig beschämend eigentlich. Im Jahr 2023 ist das mobile Netz vom Handy besser als das Zug-WLAN, das ja eigentlich auch ein mobiles Netz benutzt. Aber irgendwie, irgendwas läuft da noch falsch. Ich weiß auch nicht, ob mittlerweile die Tunnel irgendwie ein bisschen besser ausgestattet sind mit irgendwelchen Sendern und Empfängern für den Zug, weil
Als ich noch nach Hamburg gefahren bin, war es halt so, wenn man mit dem ICE in den Tunnel reingefahren ist, hast du keine Verbindung gehabt. Und das kann halt irgendwie auch nicht sein, weil du bei der Strecke von Fulda nach Hamburg fährst und alle 2 Sekunden gefühlt in den Tunnel rein. Also du hast dann Verbindung, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Das mobile Netz vom Handy hatte damals schon länger durchgehalten als das Zug-WLAN. Also es war schon wirklich peinlich. Es ist schon wirklich sehr peinlich für die Bahn, was da stellenweise so zusammengestellt wird, wie das Ganze da alles läuft. Aber naja. Vielleicht läuft es ja irgendwann mal alles anders. Dass man auch wirklich mal im Zug das WLAN benutzen kann und sich es auch lohnt, dass man da Geld für bezahlt, wenn man ein bisschen mehr das Internet dort nutzen möchte und dass nicht der Handyvertrag besser ist als das vom Zug. Das ist schon sehr merkwürdig. Naja. Deutschland, man spart halt alles Mögliche kaputt. Naja. So, ich habe gerade gedacht, das ist Notarzt. Nein, das ist kein Notarzt. Notarzt haben wir hier. Ich würde aber sagen, wir schicken gerade erstmal die Rettungswagenbesatzung dahin. Das Geile ist nur, sie hat doch gerade geschrieben, dass, wenn der Zug jetzt die Verspätung nicht einholen kann auf der Fahrt, dann kriegen sie den Anschlusszug nicht. Das heißt, dann müssen sie dann wieder eine Stunde warten. Oder nee, die fahren ja, nee, die haben ja zwei. Wobei, wenn sie, ich weiß nicht genau, wo sie umsteigen. Wenn sie in Fulda umsteigen, dann haben sie nur eine Möglichkeit, hierher zu fahren mit dem Zug. Das heißt, sie müssten dann eine Stunde warten. Wenn sie aber weiterfahren und dann quasi hier schon mal vorbeifahren, dann umsteigen am anderen Bahnhof, dann haben sie zwei Möglichkeiten, dann müssten sie nur eine halbe Stunde warten. Deswegen, es klingt zwar nicht viel, wenn du jetzt 6 Minuten Verspätung hast bei dem Zug, es klingt nicht viel. Ja, denkt man sich, ja, sind ja nur 6 Minuten. Problem ist halt, wenn dein Anschlusszug eigentlich 5 Minuten, nachdem dein Zug ankommt, fahren würde, hast du halt schon wieder ein Problem, weil dann kriegst du deinen Anschluss nicht. Und da ja, es hier auf dem Land oder auf dem Dorf halt nicht so ist, dass da irgendwie alle 10 Minuten ein Zug deine Richtung fährt, sondern du musst dann halt wirklich, wenn du an bestimmte Bahnhöfe willst, musst du halt eine Stunde warten, wenn du mit der Regionalbahn tuckern willst. Eine Stunde warten ist halt dann echt unangenehm. So, gebrochener Arm haben wir noch reingekriegt, sehe ich gerade. Wenn man dann halt so bedenkt, wie es in anderen Ländern läuft, dass der Zug da keine 5 Minuten Verspätung kriegt oder keine Minute, wenn der Zug eine halbe Minute zu spät kommt, entschuldigt sich schon der Lokführer und gibt schon riesen Terrere drum und was weiß ich. Und in Deutschland ist einfach, wer mit der Bahn fährt, ist eigentlich so Viertelstunde Verspätung normal. Also ich habe auch immer, wenn ich mit Anschlusszügen fahre, dann plane ich immer meine Fahrten so, dass ich mindestens eine halbe Stunde Wartezeit habe. Das nervt mich zwar tierisch, aber du kannst es einfach nicht so machen, dass du mit 5 Minuten oder nur 5 Minuten zu deinem Anschlusszug hättest oder nur 10 Minuten, weil das ist einfach im Bahnuniversum zu knapp. Was halt echt doof ist, weil dir geht halt echt viel Lebenszeit verloren. Entweder weil du halt dann wartest, der Zug war ausnahmsweise mal bis auf 2 Minuten Verspätung pünktlich, dann hättest du deinen Anschlusszug anders nehmen können und was weiß ich, oder einen anderen Zug nehmen können. Dann hast du das Problem, dein Ticket gilt vielleicht nicht dafür als das, was du gebucht hast und was weiß ich. Und dann ja, hast du da halt wieder Riesenträre. Ist halt alles mit der Bahn immer so ein bisschen blöd. Und dann ist halt immer so bescheuert, dass es dann heißt, ja, wir wollen, dass alle Leute ihr Auto verkaufen und mit der Bahn fahren. Entschuldigung, mir persönlich ist meine Lebenszeit zu wertvoll, um auf Züge zu warten oder stundenlang irgendwo festzuhängen. Ist halt leider einfach so. Solange das irgendwie mit der Pünktlichkeit und mit der Zuverlässigkeit nicht besser wird, ist einfach die Bahn keine Alternative. Ja, und vom Preis her wollen wir schon mal gar nicht drüber reden. Mein, klar, wenn du jetzt mit dem Auto alleine von hier, was weiß ich, nach Hamburg fährst, hast du auch gut Geld weg. Bist du aber, wenn du spontan fährst, bist du einiges günstiger. Gerade mit dem Diesel bist du einiges günstiger als mit der Bahn. Wie gesagt, wenn man spontan fährt. Wenn du dieses 20-Euro-Ticket hast von City zu City, und hast früh genug gebucht, dann bist du bei 20 Euro, glaube ich, und okay, das ist mit dem Auto schwer einzuhalten, wobei die 20 Euro von hier nach Hamburg schaffe ich, glaube ich, auch ungefähr. Mit meinem Diesel, weil er einen sehr niedrigen Verbrauch hat. Wenn ich da Tempomat reinmache und fahre mit 120 ganz gemütlich durch die Gegend, habe ich, was weiß ich, einen Verbrauch von 4 Liter pro 100 Kilometer oder so. Ich meine, es ist zwar immer noch mit 20 Euro, werde ich wahrscheinlich nicht einhalten können, aber es ist nicht ganz so teuer mit dem Auto, sagen wir es so. Wenn ich jetzt aber noch 2, 3 Leute mitnehme im Auto
und wir uns dann diese, was weiß ich, 30 Euro aufteilen, die ich dann vielleicht mit dem Auto habe, dann ist die Bahn meilenweit weg von dem Sparpreis dann quasi, die 20 Euro. Wenn man spontan mit der Bahn fährt, bist du ja sowieso dann gleich, wenn du mit dem ICE fährst, bei hunderten Euros. Da bist du sowieso mit dem Auto besser dran. Außerdem ist dein Auto noch zuverlässiger. Zweitens bist du flexibel mit dem Auto. Da ist die Bahn einfach irgendwie keine Alternative. Ja, die Bahn müsste einfach viel besser sein, viel pünktlicher sein und viel günstiger sein, weil dann würden auch viel mehr Leute mitfahren, dann würdest du durch die Masse mehr Gewinn machen und was weiß ich. Und, ja, oh, wir brauchen hier schon wieder einen Hubschrauber. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Habe ich eigentlich schon bei dem anderen Einsatzort... Nee, den Streifenwagen habe ich noch nicht weggeschickt. Genau, ich habe hier die Landezone noch nicht aufgehoben. Dann wollte ich die auf Streife schicken und dann wollte ich mich hier mal drum kümmern und dann wollte ich hier auch nochmal gucken. Da haben wir aber alles erledigt. Genau, wir brauchen hier den Rettungshubschrauber. Das heißt, ich bräuchte mal einen Polizeistreifenwagen hier, der die Spur vielleicht mal dicht macht. Den anderen habe ich jetzt weggeschickt, ist aber auch nicht wild. Gut, Rettungshubschrauber. Schicken wir den direkt mal los. Ups. Okay, ich wollte gerade dann einen Rettungswagen mal umparken. Derjenige, der auf den Hubschrauber wartet, kann mal hier die Spur dicht machen. Gut. Dann haben wir das. Verbrennung dritten Grades, Verbrennung vierten Grades. Ach du Scheiße. Einzigster Vorteil mit der Bahn ist halt, wenn du wirklich nicht umsteigen musst, es komplett egal ist, wann du am Zielort ankommst, um wie viel Uhr. Und es wirklich eine sehr weite Strecke ist, die mit dem Auto anstrengend wäre. Ja, dann... Und wenn du früh genug dann buchst, dann ist die Bahn vielleicht eine Alternative, weil es einfach entspannter ist. Aber ansonsten finde ich, ist die Bahn eigentlich keinerlei Alternative zum Auto. Zum eigenen. So. Ich meine, man hat es ja gesehen, viele Leute würden ja die Bahn nutzen, als während dem Ticket, was nur ein paar Euro gekostet hat, wie viele Leute da mit der Bahn gefahren sind, dass die einfach jedes Mal überfüllt waren und so weiter und so fort. Und ich denke mal, man wird trotzdem durch die Masse von verkauften Tickets, wird man Gewinn gemacht haben. Und das ist halt irgendwie dann doof, dass sowas wieder wegfällt und am Ende, ja, ich meine, klar, es gibt jetzt dieses Deutschland-Ticket oder wie das heißt, nee, keine Ahnung, aber es gibt da ja auf jeden Fall jetzt irgend so ein Ticket, was aber halt trotzdem viel teurer ist als das Ticket vorher. Und die Bahn ist halt immer noch nicht besser geworden. Also, gerade bei uns, ich erzähl's ja öfters mal, wenn Katrin mal mit der Bahn fahren muss, entweder kommt der Zug gar nicht, weil er ausfällt wegen irgendwelchen Sachen wieder, oder er hat halt mindestens mal 20 Minuten Verspätung. Und das geht halt nicht, wenn du Termine hast. Das geht einfach nicht. Da musst du dich drauf verlassen können und leider kannst du es halt einfach nicht. Also es ist bei uns zuverlässiger, du fährst mit dem Bus und steigst 30 Mal um, als mit der Bahn zu fahren. Aber mit dem Bus bist du halt dann auch Stunden länger unterwegs als mit der Bahn. Aber dafür hast du halt, kannst du zuverlässiger planen, weil die Busse kommen eigentlich hier immer. Selten, dass mal irgendein Bus ausfällt. Das heißt, du kannst 4 Stunden lang deine Route planen und du wirst am Ziel ankommen, zu dem Zeitpunkt, wo du angedacht hattest, dass du da ankommst. Und bei der Bahn wärst du vielleicht eine halbe Stunde am Zielort, wenn der Zug kommen würde. Wenn nicht, hast du Pech. Und das ist halt was, was irgendwie nicht geht, finde ich persönlich. Sag ich ja immer wieder. Das ist halt irgendwas, was nicht geht. Ich meine, man fährt ja meistens mit der Bahn, weil man irgendwelche Termine hat und du kannst halt manche Termine nicht einfach verschieben oder ausfallen lassen. Das geht halt nicht. Wenn du zu spät kommst, fällt er aus. Hast du Pech, musst du wieder Wochen oder Monate lang auf deinen Termin warten. Wenn man gerade so an Ärzte denkt, Arzttermin, ja, hier stellenweise, wenn du irgendwo zu einem Facharzt musst, hast du eine Wartezeit von über einem Jahr. Das heißt, wenn du heute feststellst, du hast mit der Luft Probleme, mit deiner Lunge stimmt irgendwas nicht, hast du vielleicht Glück, dass du in einem Jahr irgendeinen Termin kriegst. Und wenn du dann noch zu spät zum Termin kommst, wird er einfach gestrichen und du musst wieder ein Jahr warten. Das ist halt dann wunderbar. In der Zeit, wo du zum Arzt hier kommst, bist du eigentlich schon 10-mal gestorben. Das ist wirklich
alles wunderbar. lauter Aufregethemen in dem Land. So, gut. Hubschrauber hebt ab. Polizei können wir also wegschicken. Wir heben dann direkt mal die Landezone hier auf. Der Rettungswagen kann wieder, ohne ins Krankenhaus zu fahren, zurückfahren. Der Notarzt kann auch wieder zurück. Die Polizei können wir auf Streife schicken. VO-Sachschaden haben wir auch abgearbeitet. Das haben wir auch abgearbeitet. Alles erledigt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Folgenende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.